Sich zu langweilen oder nichts zu tun zu haben, heißt, gegen unseren Willen mit der Leere konfrontiert zu sein, die schon vor uns da war. Und mit dem Nichts, das uns erwartet. Diese tödliche Langeweile, wie es bei Racine heißt, ist keine Bagatelle, sondern eine Tragödie. Darüber sprechen wir in Philosophie. Das Leben des Menschen schwingt also, schreibt Schopenhauer, gleich einem Pendel hin und her zwischen dem Schmerz und der Langeweile. Einfach ausgedrückt, unser Dasein teilt sich auf in Phasen, in denen uns etwas fehlt und wir unter diesem Mangel leiden, und noch schlimmere Phasen, in denen wir haben, was wir vorher entbehrt haben, wodurch es aber seinen Reiz verliert. Philippe Daninot, kommen Sie doch zu mir rüber. Haben Sie eine Lösung parat, wie man diesem Dilemma entkommen kann? Wie gelingt es, dass der Verdruss über das, was einem fehlt, nicht umschlägt in Überdruss, weil man alles hat? Philippe Daninot lehrt Philosophie am Lycée Buffon in Paris. Üblicherweise nennt man das Zerstreuung. Nach Blaise Pascal. Genau. Und Schopenhauer verbindet das Thema Langeweile eng mit dem Begehren, dem Leben wollen. Das Pendel schwingt also hin und her zwischen dem Schmerz der Unzufriedenheit, dem Begehren und der Langeweile des Überflusses, sobald das Begehren gestillt ist, wenn auch nur vorübergehend. Aber ist das Problem nicht die Definition von Begehren? Für Schopenhauer ist es Ausdruck von Mangel. Etymologisch bedeutet Begehren oder Desiderat in etwa Sehnsucht nach einem Stern, Desidus, der Traum vom verlorenen Stern. Man will immer den Mond herunterholen. Wenn wir also das Begehren als Ausdruck von Mangel begreifen, dann ist dieser entweder akut und wir leiden, oder er ist behoben und wir langweilen uns. Dieser Mangel ist wie ein Hohlraum in der menschlichen Natur. Das bedeutet aber auch, dass dieses Begehren mit dem Lebenswillen verknüpft ist, mit dieser blinden Kraft ohne Ziel, die alles im Universum antreibt, von den Mineralien bis zu den Tieren und Pflanzen. Auch wir sind vollkommen abhängig von diesem Begehren. Wir begehren und wünschen pausenlos. Wir müssen pausenlos begehren. Aber sobald ein Wunsch erfüllt ist, erwachen 10 neue. Das liegt im Wesen des Begehrens, das grenzenlos ist. Es ist wie das Fass der Danaiden. Die Grenzenlosigkeit des Begehrens. Sobald es gestillt ist, wird es wieder neu entfacht. Ausgelöst durch die Langeweile des Besitzenden. Richtig, es ist ein endloses Hin und Her. Schopenhauer sagt, dieser Schmerz der Frustration, der Unzufriedenheit sei der Fluch der Arbeiterklasse. Das heißt, das Volk verbringt die ganze Woche in diesem Zustand. Die Langeweile dagegen, so Schopenhauer, ist eher die Geißel der Gutbetuchten, vor allem am Sonntag. Ja, weil Schopenhauer fand, Philosophie sei ein Sport für Reiche. Dies hier ist nicht von ihm, sondern von Paul Valéry. Unterbrechung, Zusammenhanglosigkeit und Überraschung prägen unser Leben. Für viele, deren Geist sich nur noch aus schnellem Wechsel und immer neuen Ablenkungen speisen kann, sind sie sogar zum echten Bedürfnis geworden. Die Wörter sensationell und beeindruckend, die heute in aller Munde sind, sind das Markenzeichen einer Ära. Wir ertragen die Dauer, das Verweilen nicht mehr. Wir verstehen es nicht mehr, Langeweile fruchtbar zu machen. Mal sehen, wie unsere YouTuberin Megan WLT dieses Problem löst, was sie uns vorschlägt. Oui, salut YouTube. J'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement en train de vous ennuyer. Ça tombe bien, je vais vous donner une multitude d'idées pour passer le temps. Alors, que faire quand on s'ennuie? Eh bien, par exemple, on peut zoner au hasard sur YouTube. 30 minutes plus tard. La reproduction du babouin géant est un moment exceptionnel. Le mâle grimpe sur la femelle devant toute la meute. Une heure plus tard. Faire un tour sur son vieux Skyblog. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regarder un film. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme film ? J'ai vu, ça n'a pas envie.
Il n'y a rien qui me plaît. Oui, comme à chaque fois, vous ne trouverez aucun film qui vous plaît et que vous avez envie de regarder. Mais au moins, vous aurez dépensé du temps en cherchant le film, et ça, c'est bien. Faire de l'origami. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons réaliser une belle rose en papier. Commencez par plier en deux, puis en quatre, puis en 16. Puis retournez par la gauche. Tirez le triangle à l'envers. Sur le huitième pli, à droite. 2 hours later. Et voilà, votre magnifique rose en papier est terminée. Bravo. Mais c'est pas une fleur, ça? Das ist sehr witzig und ausgesprochen gut beobachtet. Und sie sagt ganz beiläufig etwas ziemlich Wichtiges. Ihr habt zwar nichts gemacht, aber wenigstens die Zeit rumgebracht. Oder noch krasser formuliert, die Zeit totgeschlagen. Sollte man diesen Ausdruck vielleicht mal beim Wort nehmen? Ja. Langeweile ist eine Art, sich auf die Zeit zu beziehen, die Welt und sich selbst zu erfahren. Aber auch die Erfahrung einer Zeit, die sich ausdehnt bis ins Unendliche. Sie dehnt sich aber nur aus, weil man die Vorstellung hat, man müsste etwas tun. Falls Sie zu Hause eine Eidechse haben, wissen Sie, die verwendet alle Energie darauf, reglos auf einem Ast zu sitzen. Da könnte man denken, dass sie sich langweilt. Doch das stimmt nicht. Sie hat nämlich kein Zeitgefühl. Der Mensch dagegen schon. Auch das ist eine Art Zeitgefühl, aber die Empfindung einer leeren Zeit. Dabei geht es nicht um eine Zeitspanne, um die Dauer einer Handlung. Unsere Aktionen sind ja auf ein Ziel ausgerichtet, das wir uns setzen. Ich glaube aber, die Zeiten, in denen man sich langweilt, sind genau die Phasen, in denen vielleicht ein Begehren auftaucht. Eines, das kein Ziel, kein Objekt findet. So, als würde man im Sein verharren. Ohne Grund, ohne genau zu wissen, worauf es hinausläuft. Der rumänische Philosoph Cioran hat gesagt, wir sind Gewohnheitstiere der Existenz. Letztlich leben wir, ohne darüber nachzudenken. Denn kaum fragen wir uns, warum wir existieren, ergreift uns der Wunsch, wieder damit aufzuhören. Ja, und das heißt auch, es gibt einen Zusammenhang zwischen Langeweile und Tod. Man spricht ja auch von tödlicher Langeweile. Oder es heißt, etwas ist sterbensöde. Das klingt nun wirklich nicht verlockend. Nein, wahrlich nicht. Sterbensöde. Der quasi vegetative Zustand, der darin angedeutet wird, verweist ja auch auf einen Bezug zum Körper. Dieser Ausdruck verbindet die Erfahrung von Langeweile mit dem Tod und folglich auch mit der Zeit. Madame, was habt ihr? Fragt die arme Önon die Königin. Welch tödliche Langeweile bringt gegen eure Sippe euch heute auf? In der Oberstufe muss man Phaedra von Racine lesen, weil der Lehrer einen dazu zwingt. Hier den Ausdruck tödliche Langeweile vorzufinden, ist seltsam. Es kommt einem fast vor wie ein Oxymoron. Das gibt's doch gar nicht, dass Nichtstun einen umbringt. Doch wenn man sich ansieht, welche Bedeutung das französische Ennui im 17. Jahrhundert hatte, ist es kein Widerspruch mehr, sondern eine Steigerung. Ja, etymologisch gesehen hat das Wort Ennui eher mit Hass zu tun und mit Qual. Zunächst hieß es, Zielscheibe von Hass zu sein. Von lateinisch odire, hassen. Odire. Es geht um Hass. Odio, ich hasse, genau. Eben, das war die ursprüngliche Bedeutung von Ennui. Im heutigen Verständnis ist vor allem die Vorstellung von Qual übrig geblieben. Wir sind gequält, wenn wir Ennui empfinden. Das ist vermutlich das Bindeglied zwischen den Bedeutungen sich langweilen und Ärger haben. Ennui heißt beides. François Baumann ist Allgemeinmediziner, Autor eines Buches über Bore-out und Gründer der Gesellschaft für therapeutische Fortbildung von Allgemeinärzten. Dr. Baumann, Sie haben ein hochinteressantes Buch geschrieben über ein zeitgenössisches Problem, das ein bisschen heikel ist. Es wirkt unangemessen, sich über zu wenig Arbeit zu beklagen. Trotzdem kann dieses Schwindelgefühl einen Angestellten überwältigen. Der sogenannte Bore-out. Der Untertitel Ihres Buches lautet, wenn Langeweile auf der Arbeit krank macht. Es wird sogar schon prozessiert deswegen. Nicht viele Berufsverbände befassen sich damit, aber das gibt es tatsächlich. Es geht dabei um Arbeitnehmer, die vor lauter Nichtstun in eine Art Taumel geraten und plötzlich so tun, als wären sie wahnsinnig beschäftigt. Ja, das sind die, die nichts zu tun haben oder für ungeeignet erklärt werden. Kaltgestellt, wie man sagt. Ja, ganz genau. In diesem Fall sorgt der Arbeitgeber dafür, dass er diesem Angestellten keine interessanten Aufgaben überträgt. Das verursacht eine Menge Enttäuschung und Groll. Und es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Burnout. Das Grundgefühl ist dasselbe. Ein Burnout äußert sich ja in Hyperaktivität.
in Überanstrengung. Dabei steht wirklich das Hirn in Flammen. Wer dagegen an einem Bore-out leidet, erlebt eine Herausforderung durch die Leere. Das Hirn erlischt, um ihr Bild aufzunehmen. In gewisser Weise ist es tatsächlich die Antithese. Zwei Extreme, die unsere Gesellschaft hervorbringt. Man fragt sich, warum und wohin das noch führen soll. Burnout versteht man ja noch, Bore-out schon weniger. Man fragt sich, wo findet sich in dieser umtriebigen Welt überhaupt noch ein Plätzchen, an dem es nichts zu tun gibt? Es gibt noch kaum Studien über dieses Phänomen, aber ich denke, es werden bald mehr werden. Sie erbringen nämlich den Nachweis, dass manche Menschen auf die Woche hochgerechnet nur 2 Stunden am Tag arbeiten, obwohl sie 8 Stunden vor Ort sind. Da fragt man sich natürlich, was sie mit dem Rest ihrer Zeit machen. Klar, sie machen irgendwas. Man braucht ja eine Beschäftigung. Wer sich langweilt, hat nie Zeit, oder? Man findet Ventile, Arten, seine Zeit zu nutzen. Aber dem Selbstwertgefühl der Betroffenen tut das wirklich nicht gut. Und das treibt die Menschen in die Depression, aus der dann der Bore-out entsteht. In ganz schlimmen Fällen führt das auch zum Selbstmord. Philippe Daninot, bei der Langeweile gerät man ja schnell in den Bereich der Metaphysik. Man stößt auf Abgründe, metaphysischen Taumel und unwägbares Terrain. Die Conditio Humana zwischen Schmerz und Langeweile. Aber die praktischen Auswirkungen sind sehr konkret und erschließen sich unmittelbar. Sie arbeiten mit Schülern, das heißt, sie wissen, was Langeweile im Unterricht bedeutet. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie ein guter oder ein schlechter Lehrer sind. Naja, die Schüler sind pausenlos im Bann der Gesellschaft des Spektakels, der Bilder, der elektronischen Geräte und so weiter. Sie sind die ganze Zeit vernetzt und tauschen sich aus. Das heißt, sie sind ständig anderswo als an dem Ort, an dem sie sich tatsächlich befinden. Und im Unterricht wird plötzlich von ihnen verlangt, dass sie ihre andauernde Vernetzung unterbrechen. Ich komme darauf noch zurück. Sie dürfen dann nicht anderswo sein, keine Zerstreuung haben und so weiter. Wie sollen sie sich da nicht langweilen? Das ist ganz normal. Vielleicht hat diese Langeweile sogar etwas Fruchtbares. Wir haben den Aspekt schon erwähnt. Vielleicht trifft das ja auch hier zu. Ist das fruchtbar? Man verlangt von den Schülern, all das plötzlich zu unterbrechen und ihr Handy für 1-2 Stunden wegzulegen. Das fällt ihnen sehr schwer und sie langweilen sich. Hier tut sich doch ein Gegensatz auf. Einerseits könnte man sich für den freuen, der etwas zu tun hat, und den bedauern, der nichts zu tun hat. Das wäre eine Sichtweise. Andererseits kann man sagen, dass der etwas zu tun hat, nur seine Langeweile austrickst, während der andere sich dem Taumel aussetzt, den der erste vermeiden will. Dann stünde letztlich ein Erkenntnisgewinn hinter dem Bore-out. Ist diese These schlüssig? Es ist etwas komplexer. Die Wahrheit liegt vermutlich dazwischen. Ja. Natürlich können Sie diese These vertreten. Aber es ist nicht jedem gegeben, die Leere zu erahnen, über der wir uns bewegen. Nein. Und vielleicht auch nicht, sich auf intelligente Weise zu zerstreuen. In einer Weise, die es einem ermöglicht, zu überleben und sich wohl in seiner Haut zu fühlen. Denn darum geht es. Aber, und das frage ich Sie beide, was wäre denn eine intelligente Zerstreuung? Vielleicht im Sinne Pascals? Also letztlich jene Art Beschäftigung, ohne die man von der Leere überwältigt wird und die man daher dringend braucht. Zum Beispiel das Spiel. Ja. Aber ist Zerstreuung nicht im Grunde immer dumm, da sie wie eine Sichtblende wirkt zwischen dem eigenen Selbst und dem, was man über das Leben weiß? Nämlich, dass man sterben wird und nichts dagegen unternehmen kann. Dass alles, was man tut, letztlich nicht viel nützt. Und vor dieses Wissen legt sich die Zerstreuung wie eine Barriere. Aber Pascal betont ja die Notwendigkeit und sogar die Segnungen der Zerstreuung. Wenn man ein bisschen Glück empfinden, sich über die Verzweiflung hinwegtrösten kann, ist Zerstreuung gut. Sie ist völlig normal, sagt er, da er uns als gefallene Wesen sieht, die nach vergänglichen Gütern streben. Das ist Pascals theologischer Hintergrund. Die Welt als Jammertal. Pascal ist Jansenist. Wir fallen also aus dem Paradies. Ich bin Arzt. Zu den philosophischen Aspekten kann ich nicht viel sagen. Außer wenn Sie es am eigenen Leib erfahren. Ich höre zu, was die Leute erzählen. Und wenn sie über Langeweile am Arbeitsplatz reden, heißt es immer, das macht mich fertig. Aha. Ja, es deprimiert sie. Sie erklären, es sei das Nichts. Wenn es nichts mehr zu tun gibt, das ist die Leere. Und sich in diese Leere hineinzubegeben, ist für niemanden leicht. Also muss man etwas finden, das einen beschäftigt. Wie gesagt, diejenigen, die nur 30% arbeiten, also 2 Stunden am Tag in einer Arbeitswoche von x Stunden,
versuchen sich anderweitig zu zerstreuen. Entweder im Internet, wenn das geht, oder auch am Telefon. Das ist nicht immer erlaubt. In einem Unternehmen ist es nicht einfach, ein Buch auf den Knien zu haben, wenn man eigentlich arbeiten soll. Das ist nicht gestattet. Ich zitiere die ganze Zeit Pascal, ohne ihn zu zitieren. Aber jetzt. Wer die Eitelkeit der Welt nicht erkennt, ist selbst eitel. Aber wer sieht sie auch nicht? Ausgenommen die jungen Leute, die ganz erfüllt sind vom bunten Treiben, von Zerstreuungen und Gedanken an die Zukunft. Aber wenn ihr ihnen ihre Zerstreuung nehmt, bore out, dann seht ihr sie vor Langeweile verdorren. Dann spüren sie ihre Nichtigkeit, wie sie schon sagten, ohne sie jedoch zu erkennen. Wie armselig wer untröstlich wird, wenn er gezwungen ist, über sich selbst nachzudenken, ohne dass es ihn zerstreut. Was meinen Sie dazu? Ich finde, es ist besser, an Bore-out zu leiden, als an Burnout. Am besten ist etwas dazwischen. Im ersten Fall hat man immerhin einen Lebensunterhalt, auch wenn einen die Arbeit anödet. Im zweiten Fall ist man fix und fertig und man kann nicht mehr arbeiten. Aus medizinischer Sicht würde ich daher sagen, es ist ungeheuer zerstörerisch, wenn die Arbeit keine klar definierten Grenzen hat. Sie steht schließlich im Mittelpunkt des Lebens. Ein Patient hat mir Folgendes berichtet. Ich habe mal die Stunden gezählt, die ich bei der Arbeit verbringe, verglichen mit meiner Freizeit. Das sind unglaublich viele. Deshalb muss die Arbeit in intellektueller Hinsicht wenigstens ein Minimum abwerfen. Und finanziell natürlich auch. Bore-out, der Untertitel, wenn Langeweile auf der Arbeit krank macht. Und wir haben verstanden, dass Sie den Burnout für noch verheerender halten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Dr. Baumann. Wir wollen uns nun in die Gesellschaft zweier reizender kleiner Wesen begeben, denen es davor graut, sich zu langweilen. In dieser Hinsicht ähneln sie vielen von uns oder den Kindern, die wir noch immer sind. Hören wir ihnen zu. Bon, racontez-moi un peu. Qu'est-ce que c'est s'ennuyer, selon vous? Ben, c'est... Je sais pas quoi faire, par exemple. On cherche une idée, mais on la trouve pas, et puis... on cherche, et puis on trouve pas. Et t'aimes bien quand tu t'ennuies ou pas? Non, parce que justement, on sait pas quoi faire. C'est une chose désagréable. Mais tu te sens comment? T'as la tête vite? Tu t'essaies de t'occuper? Bah, j'essaie de m'occuper, mais justement, je trouve pas. Je trouve pas d'idée pour m'occuper. C'est quand, par exemple? C'est le dimanche après-midi, comme ça? Bah, c'est que pareil, quand j'ai pas d'activité, quand j'ai pas de devoir, quand j'ai pas. Quand j'ai pas de nouveaux livres, quand j'ai pas de nouveaux jeux. Bah, quand j'ai pas d'amis aussi. Ouais. Oh, ils sont à la maison. Et tu penses, est-ce que tu te sens aussi toute seule dans ce moment-là? Non, pas vraiment, mais... Par exemple, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas faire, tes devoirs par exemple, tu es fatigué, j'en ai marre de travailler. T'as pas envie de t'ennuyer à ce moment-là? Pour être tranquille? J'aime pas mon... Moi, je préfère me distraire. Je préfère faire mes devoirs que m'ennuyer. Juliette macht lieber Hausaufgaben, als sich zu langweilen. Das heißt, sie langweilt sich nicht gern. Und Arthur sagt, ich habe lieber Ablenkung. Ja. Im Verlauf des Gesprächs tauchen beide Ausdrücke zeitgleich auf. Meine Hausaufgaben machen und mich ablenken. Ja. Das ist doch aufschlussreich. Das Interessante. Auch etymologisch. Schule kommt von altgriechisch skole und heißt ursprünglich? Muße. Genau. Ich finde es bemerkenswert, dass das Mädchen sehr negativ über Langeweile spricht. Allein die Wortwahl. Ich finde nichts. Es sind keine Freunde da. Was soll ich tun? Keine Hausaufgaben. Keine Einfälle, keine Pläne, keine Freunde. Genau das ist die Erfahrung von Lehre. Da stellt sich die Frage nach einem anderen Problem, das Sie vorhin im Zusammenhang mit Pascal angesprochen haben. Die Leere, die Eitelkeit. Fördert Langeweile eine grundlegende Schwäche zutage, eine Eitelkeit, die unserer Natur, wie Pascal sie versteht, zu eigen ist? Ja, darum geht es bei Pascal. Eben. Langeweile offenbart unsere wahre Natur, dass wir zufällig in eine Welt hineingeboren sind, der wir egal sind. Ja, und hinter diesem Verlassensein steht auch das Thema der Sünde. Verlassen von Gott, das Elend des gottverlassenen Menschen. Des Gefallenen. Oder anders gedacht, heißt das möglicherweise nur, dass wir geschaffen wurden, um zu handeln, uns Ziele zu setzen? Ich denke da zum Beispiel an Kant, der Meinung war, ein Glück, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Wenn sie immer nur arkadische Liedchen gesungen hätten, hätten sie sich zu Tode gelangweilt. Darum ist es großartig, dass sie arbeiten mussten, denn so hatten sie ein Ziel vor Augen. Damit konnten sie endlich auf ihre Kultur und ihre Freiheit hinarbeiten. Ich habe ja vorhin die gelangweilte Eidechse erwähnt.
Aber sie langweilt sich gar nicht. Sie bewegt sich nur nicht. Aber es fällt schwer, sich das vorzustellen, weil sie ganz still auf dem Ast sitzt. Um das zu begreifen, braucht man ein anderes Verständnis von Zeit. Ist das möglicherweise das Paradies, dass die Zeit dort nicht vergeht und dass seine Bewohner dadurch gefeit sind vor Langeweile? Es geht einerseits um Zeit, die nicht vergeht. Kants Argument greift hier, aber im Jenseits? Nicht nur. In der Genesis heißt es, Gott hat Adam und Eva im Paradies angesiedelt, damit sie den Boden bestellen und sich um den Garten Eden kümmern. Es wird also in einem irdischen Paradies gearbeitet. Die beiden kommen aber nicht gerade vor Anstrengung. Nein, aber es geht um die Idee, dass Arbeit auch eine Freude sein kann. Das ist natürlich ein anderes Thema. Aber es stimmt schon. Anschließend kommt die Mühsal. Und da stellt Kant erfreut fest, endlich können die Menschen an ihrem eigenen Schicksal mitwirken, mit ihrer Hände Arbeit. Es ist eine gnädige Vorsehung, letztlich ein Segen. Ach je, Kants Begeisterung für den Schweiß. Das ist Ihre Meinung. Kommen Sie, Philipp. Jean-Jacques Valentin ist Psychoanalytiker. De l'ennui, on ne sait pas au fond ce qui peut sortir. Et donc la société s'acharne, si je puis dire, à combler cet ennui de l'adolescence, c'est-à-dire à lui proposer des objets de jouissance, de distraction. Et l'ennui de l'adolescent, c'est au fond, il a une valeur symptomatique, c'est-à-dire que ce que dit l'adolescent par son ennui, très souvent, c'est « ces objets de jouissance ne me suffisent pas ». Ce serait un ennui qui aurait valeur de témoignage. Il ne suffit pas, au fond, de se distraire. Il y a des choses très importantes à résoudre, et ces choses très importantes ne peuvent être résolues que par chaque adolescent. Pour l'adolescent, c'est une expérience de liberté. L'ennui pour l'adolescent, c'est une sorte de désir sans objet. C'est-à-dire il y a un désir indéterminé qui n'a pas d'objet. Et l'éloge que l'on peut faire de l'ennui, c'est que c'est un moment qui peut conduire à ce que l'adolescent, le désir de l'adolescent, trouve un objet propre, un objet à lui. Das ist doch toll. Es reicht nicht, sich zu zerstreuen. Aber vor allem, wer einen Blick in den Abgrund der Langeweile wagt, hat vielleicht die Chance, etwas zu erhaschen, das uns nicht nur verschleiern will, wie tief wir in der Patsche sitzen. Darin liegt das fruchtbare Potenzial der Langeweile. Kommen Sie. Es geht dabei immer um eine Suche. Ja, wenn man sich langweilt, wenn nichts geschieht, dann sucht man automatisch nach etwas, das einen aus der Langeweile erlöst. Darin liegt durchaus eine gewisse Aktivität. Und wenn es darum ginge, in der Langeweile auszuharren? Wie entkomme ich der Versuchung, ihr entkommen zu wollen? Wie kann ich sie annehmen und entdecken, was sie uns zeigen kann? Das ist die romantische Langeweile, der Weltschmerz des Hochmütigen, der darin schwelgt. Nein, das ist die Wachsamkeit. Wie bei Oblomow. Ein sehr gutes Beispiel. Oblomow, der Romanheld von Iwan Gonscharow. Er verbringt seine Tage auf dem Sofa. Ja. Und tut nichts. Warum nicht? Weil er alles begriffen hat. Die Vergeblichkeit, die in der Zerstreuung liegt. Dass sein Freund Stolz, der sich ständig vergnügt, gar nichts davon hat. Oblomow dagegen weiß Bescheid. Er ist vollkommen abgeklärt. Gleichzeitig ist diese Langeweile eine Methode, sich hinter maximalem Hochmut zu verschanzen, sich der Welt zu entziehen, indem man die umfassende Eitelkeit aller Dinge verkündet. Die totale Flucht. Vielleicht ist genau diese Art von Langeweile die höchste Form der Zerstreuung. Aber Oblomow ist kein Theoretiker. Er lebt in seinem Körper, treibt Raubbau damit und nimmt den ganzen Tag die schwarze Materie des Überdrusses zu sich. Andererseits sagt er, lieber gar nichts tun, als das, was alle machen. Stimmt. Das ist Hochmut. Vielleicht liegt darin die Dimension der freiwilligen, gewollten Langeweile. Lieber gar nichts tun, als das, was alle machen. Das soll unser Schlusswort sein, mein Freund. Und, liebe Zuschauer, lesen Sie Oblomow. Wir wollten nur über Valéry, Schopenhauer und Pascal sprechen, aber Gonscharow hat mit Oblomow ein Meisterwerk geschrieben, das man unbedingt lesen sollte. Unabhängig davon, ob man das Verhalten der Hauptfigur gut findet. Danke, Philipp. Danke. Kommen Sie.
Reicht es aus, sich zu langweilen, um mitzukriegen, was die Vielbeschäftigten so gern vertuschen? Muss man vom fahrenden Zug abspringen, um sich der nahenden Katastrophe bewusst zu werden? Untätig sein, um zu erkennen, zu erspüren, dass wir zufällig in einer Welt geboren sind, die sich nicht darum schert? Sterben, ohne mehr erkannt zu haben? Und wenn nun die Langeweile der beste Lehrer wäre, wenn das Elend des Menschen daher rührt, dass er vor ihr Reißaus nimmt, anstatt ihr zu begegnen? Erinnern Sie sich daran, wenn Sie, wie Anna Karina in Godards 11 Uhr nachts, denken, was kann ich nur tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll.